Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe The Great Fight Night. Der erste Kampf des heutigen Abends, der wird bestritten von Regina Hicks und Tina Neumann. Okay, Box! Ambitioniert, und natürlich ist ein bisschen auch die Frage, wie findet man rein in so ein Duell? Vielleicht erstmal mit der Führhand langsam aufbauen, das wäre so das, was so ein Boxtrainer sagt, aber man weiß natürlich auch nicht, was die Nerven machen. Ich bin mal gespannt, wie Regina das jetzt weitermacht, weil bei ihr war das größte Problem, meinte sie, dass sie ein bisschen Angst hat, zuzuhauen. Aber so sieht das jetzt gerade gar nicht aus. Ja, aber die Rechte saß gut drin und wird auch gut verteilt. Also gerade das, was man ja immer auch versucht, am Anfang neuen Talenten mitzugeben, geht nicht nur zum Kopfschlag, auch mal zum Körper. Versucht so ein bisschen die gesamte Trefferfläche zu nutzen. Also alles das, was über der Hose ist und auf der Vorderseite des Körpers, darf da bearbeitet werden. Geht nicht über die Schlaghärte, sondern auch ein bisschen über die Anzahl der Treffer. Das ist jetzt eine schöne Kombination. Und dann hinterher zu gehen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Denn im Rückwärtsgang gar nicht so leicht, dann da sich wieder so ein bisschen zu sammeln und zu überlegen, was mache ich denn oder wie mache ich's? Leicht die letzten Augenblicke, ordentliche erste Runde. Nochmal gute Treffer. Wegdrehen darf man sich nicht. Also die Angst zuzuhauen ist bei Regina auf jeden Fall weg. Das hat man jetzt in der ersten Runde gesehen. Ordentlicher Schlagabtausch jetzt, da muss Regina natürlich zumachen, ne? Und da muss man versuchen wegzugehen, aber hat man eben auch so viel, an was man denken muss in dem Augenblick. Zwischendurch mal die Auslage gewechselt, aber das ist die Schwierigkeit, da wirklich jetzt wegzukommen, wenn die Gegnerin merkt, aha, da habe ich Möglichkeiten dran zu bleiben, macht sie es natürlich jetzt auch. Jetzt muss sie sich natürlich auch verteidigen, Regina, entweder klammern, wegdrücken oder die Hände hochnehmen, ne? Augenblick, da jetzt nicht den Überblick zu verlieren. Gute Rechte, ja, gute Hände. Oh. Ja, Tina greift super an, aber muss natürlich achten, dass sie da jetzt nicht... Oh, jetzt kommt ein Knie. Jetzt gehen wir ins MMA über. Gut, das ist natürlich nicht erlaubt. Ja, nicht wirklich erlaubt, ist gut, das ist... verboten, man könnte Punkte ab... Also wenn's ja, jetzt Glück gehabt, dass ihr kein Punkt abgezogen habt. Hätten wir jetzt also offizielles Boxen mindestens Punkte abgezogen. Regina geht auch ab und zu schön zum Körper. Aber jetzt, glaube ich, lässt die Condi bei beiden etwas nach. Aber es ist verbissen und man merkt, die wollen es wirklich. Es ist nicht so, oh, hat wehgetan, ich höre auf. Sondern da wird richtig weiter gebreitet. Das hat richtig wehgetan. Hoppala. Muss runter. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Oh, das hat richtig wehgetan. Sie muss nochmal runter. Ja, lieber nochmal tief durchatmen. Sie ist bei 8. Wie viel Zeit ist denn noch? Muss man da weitermachen oder schafft man es in die Pause? Ich glaube, es sind nicht mehr viele Sekunden. Eieiei. Aufpassen. Gesundheit ist Gesundheit geht wichtig. Vor. Und in dem Falle hier natürlich das. Ja, man sieht ja auch, wie sie da noch stark in die Ecke geht. Da, das ist. Ist so mitgenommen. Das macht absolut Sinn und das ist eine gute Entscheidung und man sieht, wie sehr sich Tina Neumann freut. Ja, das ist auch fair. So muss es auch sein im Sport. Da legt man sich in den Arm. Und die Gewinnerin ist Tina Neumann! Nein, der nächste Kampf ist Jan Schlappen versus Chef Strobel. Klasse. So, also, dann schauen wir mal, was wird's. 5 Runden, 2 Minuten Runden. Tja, der eine in der weißen Hose, der andere im Tiefschutz. Kann man so sagen, ja, aber zum Glück hat er noch einen Schlüpper an. Ja, geht zum Körper, gut gemacht. Chef Strobel kriegt dann einen ordentlichen Treffer. Und du hast dann auch gemerkt, dass die auch ein bisschen dann fehlt. Oh, harte Rechte. Linke Augen. Wow, jetzt will er wissen. Da wirklich auch Möglichkeiten immer wieder. Ja, irgendwas ist mit der Schulter. Gerade. Nochmal die Rechte, die gut trifft. Er muss weggehen. Aber er läuft auch immer falsch rum. Das sind ja genau die Momente, die man weiß. Man muss weg aus der Seite, wo die Schlaghand kommt vom Gegner. Aber man kann sich an diese ganzen Dinge halt nicht so wirklich erinnern. Wir gehen in Runde 3. Jetzt ist der Fanblock auch hinter uns. Ah, du siehst so, dass Chef Strobel jetzt will und zum Körper. Und Jan, Hinterkopf. Aber das passiert in dem Menge. Das passiert. Ja, und gerade wenn du dich damit noch nicht auskennst, mit dem ganzen Boxgeschäft. Die alte Boxerregel immer schön darauf achten, dass man
eben solche Treffer nicht kassieren kann. Ist manchmal nicht ganz einfach. In dem Fall hat man es gesehen, aber keine böse Absicht, war kein Foul, sondern im Grunde ein Unfall. Also alles im grünen Bereich. Aber hilft natürlich nicht und es ist noch mal ein bisschen Last oben drauf. Oh, die rechte kam wieder durch. Jetzt kam die rechte wieder durch. Ich habe das Gefühl, er trifft ein bisschen härter, Jan. Dass er ihm ein bisschen die Luft nimmt. Er holt halt richtig aus und hat natürlich dann auch ordentlich Wucht dahinter. Bei uns waren immer die letzten 10 Sekunden, hast du noch mal versucht, eine Aktion zu landen. So wie jetzt, ja. Wow. Und es wäre auch schneller zu erreichen für Chef Strobel, gerade weil Gegner größer ist. Oh, die sind hart. Man hat die Möglichkeit, da zum Körper durchzukommen. Und es ist schwieriger, hat man gerade auch gesehen, die rechte wirklich zum Kopf durchzukommen. Stück, ja. Hast du diese paar Zentimeter, die einfach nicht da sind und zum Körper würdest du treffen? Und zum Körper nimmst du auch die Luft weg und gerade die Power weg. Wenn man da jetzt gerade schaut, und, dann wären die Möglichkeiten gewesen, mehr zum Körper zu gehen. Aber super von Chef Strobel. Macht er gut jetzt. Aber beide kämpfen dort, das ist schon toll. Jetzt gibt er nochmal erst. Kann ihn sich so ein bisschen hinstellen. Die rechte kommt überraschend gut. Von Jan Schlappen. Okay, letzte Runde. Box! Oh, von draußen Jan Schlappen. Beide gleich zu Beginn mit einem ordentlichen Treffer. Wissen, das könnte die entscheidende Runde sein. Oh, die werden nochmal lange Sekunden jetzt. Oh, die tat weh, die rechte war. Oh, und die zweite. Ja. Der kommt weiter, bleibt dran. Und nochmal rechts. Und die hat auch nochmal wehgetan. Ja, bis dahin ausgeglichen, aber die letzte Runde, eine Schlappenrunde durch die. Durch die, gerade zum Anfang hat er gut gemacht, ja. Also, das müsste die entscheidende Runde gewesen sein. Auf jeden Fall ein intensiver Kampf. Der Hammer, beide haben alles reingeworfen. Man sieht ja, wie schwierig das war für beide. Der Sieg geht an Jan Schlappen! Mich sehr auf den nächsten Kampf. Und zwar die beiden Damen, die jetzt gegeneinander antreten werden, sind Kati gegen Anna. Auf geht's! Interessante Maske. Kennen wir vom Fußball ja häufiger, dass Menschen schon mal einen Nasenbeinbruch hatten. Vom Kopfball ein bisschen aufpassen müssen. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Versucht er auch mit der rechten Mal zum Körper durchzukommen. Also wenn man jeden TikTok-Tanz kann, wie Anna Gazan ist, dann muss die Beinarbeit eigentlich ordentlich sein. Ja, das meinte sie auch, ist ihre Stärke. Werden wir mal sehen. So bewegt sie sich halt schon ganz gut. Ja, überstürzt aber auch nichts. Nochmal links rechts. Rein. Ja, und nochmal die rechte. Ob das jetzt über die erste Runde gehen wird. Die Gegnerin geht dann zurück, zeigt leichte Wirkung. Also da habe ich sie doch. Klasse. Auch die war gut, die rechte. Schön. Und die linke kommt. Ja. Jede gerade trifft bei. Erste Runde, klare Runde für Anna. Jetzt muss Kati ein bisschen gegenhalten, ne, damit es nicht zu einseitig wird. Aber auch da direkt wieder die geraden Treffen. Super von Anna. Ja, ich kann das ganz locker mit der Führhand machen, ohne sich da wirklich großartig anzustrengen oder irgendwie wirklich reinbeißen zu müssen. Das läuft eigentlich ganz gut mit den geraden Händen hier wieder. Oh, der Aufwärtshaken war stark. Und dann das Wegrennen oder das Wegdrehen und Weggehen natürlich auch. Also sie macht das auch gut, weil sie schiebt sich auch immer wieder weiter nach. Ne? Sie lässt ja auch keine Ruhe. Ja, da sieht man ein starker linker Aufwärtshaken. Wirklich gut. Aber auch wird auch getroffen. Ja. Ne? Genau, Deckung nicht zu, dann passiert das. Sie bräuchte jetzt mal eine und die ganze Körpersprache. Ich glaube, jetzt ist die Körpersprache, sagt sie, hat nicht mehr so Lust. Aber hält sich tapfer. Versucht. Aufgeben tut sie nicht und das ist super. Die letzten 30 sind immer wichtig, auch für die Punktrichter. Das bleibt immer am meisten in Erinnerung, das Ende der Runde. Aber klare Treffer hier. Oh. Und meinst du? Mehr harte Treffer nochmal. Er dreht sich zur Seite und es darf, soll nicht so richtig im Stehen angezählt werden. Versucht in die Ecke zu gehen, aber eigentlich darf sie noch nicht. Sondern
anzählen, macht absolut Sinn in dem Moment und dann ist Feierabend. Sie kann nicht mehr, sie will nicht mehr. Was doch, sie hat in die Ecke geschaut, die Ecke hat dann wohl gesagt, es reicht. Finde ich auch vollkommen okay, die Entscheidung. Die Gewinnerin des dritten Kampfes durch technisches K.O. ist Anna Gatzanis. Düsseldorf macht richtig Lärm für den vierten Kampf und zwar ist es jetzt Noha Z gegen Niki Stemmler. Und da gibt es doch schon mal den konzentrierten, bösen Blick rüber. Also Freundschaft für den Moment vergessen. Und gleich zur Sache, das ist natürlich genial. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Gute Aktion. Ja, sieht gut aus. Diese Hände sind nicht übel, die Stemmler, aber Noah hat da auch schon mal so ein bisschen dagegen gehalten. Noah springt ein bisschen ins Spiel und dadurch ist natürlich nachher die Kraft weg und das sind klare Dinger jetzt. Da muss man gucken. Ja, die hat gut gesessen, aber er versucht da gleich weiterzumachen. Das war ein Trendkommando, weiter geht's. Also ein bisschen mit mehr Übersicht. Schön, das sah gut aus. Schön. Klasse. Ja, die sahen gut aus. Bäderinnen legen, alles. Der war hart. Und nochmal ein Aufwärtshaken hinterher, schön. Zwei, drei gute Hände, jetzt hat er ihn da doch ein paar Mal ganz ordentlich erwischt. Jetzt ist er schwer mitgenommen. Scheiße. Jetzt wäre der Moment, wo er seinen Baseballschläger brauchen könnte. Runtergehen, erstmal eine kleine Auszeit nehmen, das ist genau das. Was Caro Pütz vorhin sagte, wenn du angeschlagen bist, runtergehen und eine Auszeit nehmen. Er geht runter, aber anders als für die angesprochen. Er sitzt in seiner Ecke. Na? Wird angezählt. Ja, da kommt er vielleicht noch in die Pause. Das könnte man noch mal probieren, oder? Ja, kann noch. Nochmal in die Pause gerettet. Ganz genau. Sehr gut. Hat er durchaus Glück gehabt, kann man glaube ich so sagen. Sind ordentliche Treffer drin gewesen. Harte Treffer. Da nicht zu lange abzuwarten, denn das waren harte Treffer, die er da kassiert hat, weil er zu offen ist natürlich hier kassiert und dieser Haken. Und der Haken, das war gut. Ja. Der hat nochmal das richtig runtergerissen. Nochmal das machen, was in der ersten Runde schon so gut funktioniert hat. Ja, aber er setzt gleich rein und macht mit seiner Kraft, macht er alles drin. Er wirft auch alles drin, eine gute Maid-Bewegung. Ja. Einer wahnsinnigen Energie eben halt von außen die Schwingerin zu hauen. Der war zu hart, das musst du abbrechen. Jetzt kannst du sagen, es reicht, denn die Kondition schwindet, die kriegt zu viele harte Treffer. Ich würde es abbrechen. Was macht er? Ja, er schaut, lässt er ihn noch? Ja. Er lässt ihn noch mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, also bei den richtigen... Da würde ich auch überlegen, jetzt, ob das eine gute Entscheidung war. Und jetzt, da kommt die Kelle von draußen noch mal. Jetzt brich ab, komm, brich ab. Richtig Kampf. Jawohl. Das ist so. Ja. Das war's. Feierabend. Ja, mach's deutlich, dass es alle erkennen. War zu Recht, waren einfach zu harte Treffer drin. Also war richtig die Entscheidung, war ja gut. Ja. Unglaublich, hätte ich nie mit gerechnet. So ein geiler Kampf, krass. Zur Siegerehrung, Noah, einmal hinstellen. Gewonnen hat Niki Stemmler! The Franklin versus The Genetic One. Auf geht's! Und das hier sollte ja auch eins von diesen Duellen werden, wo die Leute vorher gesagt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das hier der heimliche Hauptkampf ist. Einfach weil beide ein bisschen Fitness drauf haben und natürlich, man sieht es ja auch das eine oder andere Mal, schon ein bisschen trainiert haben. Boah, schöner Konter. Boah, die machen Legt beide richtig alles Dampf. Drin. Jawohl, wow. Geht auch viel auf die Deckung, aber eben auch eins auf den Körper. War gut durch und da ist die Leber auf der Seite, das kann dann richtig wehtun. Und jetzt scheint er doch ein bisschen mehr mitgenommen, als er am Anfang den Eindruck gemacht hat. Da muss er jetzt wegkommen. Tja, das ist schwierig. Ja. Kann nicht richtig halten, weiß nicht, wie man klammert in dem Moment, was auch nachvollziehbar ist, aber versucht wegzukommen. Und auch das ist... Das sind natürlich auch harte Treffer wieder, muss man sagen. Ja, dreht sich weg, weiß nicht genau, wo soll ich denn hin? Vielleicht die erste Runde zumindest überstanden, da ist er auch. Wow,
Aber das war auch genau zur richtigen Zeit. Ja. Also das hat auch bei der Verteidigung eine Menge Kraft gekostet. Und der Rückwärtsgang macht ja den Ring noch größer. Zweite Runde. Also jetzt muss er sich was einfallen lassen. Nur im Rückwärtsgang wird es nicht weitergehen. Vielleicht eine Führhand, sowas in der Art. Oh, die Rechte hat gut gesessen. Heieiei. Also, ja, Visier nach oben klappen und mithauen. Das ist die Idee. Boah, das ist natürlich Kraftraum, ne, weil du immer so viel Druck mit drin hältst. Schön, jetzt fängt den Versuch ein bisschen zu verteilen, dass er offene Visier, da musst du immer gucken. Aber das fängt ihn ein bisschen jetzt auf den Körper treffen will, weil das nimmt natürlich die Luft hoch. Und aber dann es ist oben. Immer mit richtiger Wucht dahinter, gar nicht so sehr. Mal gucken, ob ich überhaupt treffen kann, sondern immer 100% alles reinballern, was irgendwie geht. Ein bisschen was mit der Führhand machen. Die Rechte hat voll getroffen. Oh, die war gut drin. Jetzt ist er mitgenommen, aber kommt sofort wieder. Beide müssen auch mit den Köpfen aufpassen, dass sie dann nicht mit den Stirnen aneinander hauen. Da gibt es Cut-Verletzungen geben und so weiter. Also das offene Visier ist auf der einen Seite gut und auf der anderen muss man trotzdem sich verteidigen. Versucht es wieder zum Körper. The Genetic One. Selber einfangen. Bam, bam, bam. Und der hat da schwer weggesteckt und ist mitgenommen und versucht wegzugehen und jetzt die Übersicht zu behalten. Es sind nur noch wenige Augenblicke. Wow, wow, wow. Oh Gott, Mundschutz ist draußen. Meine Güte. Versucht irgendwie sich ranzuschieben. Jetzt kommt mal ein Aufwärtshaken. Und die Rechte auch nochmal. Eieiei. Jetzt auf einmal Treffer von Franklin. Guter Konter. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Boah. Also die Schläge mit der Wucht überhaupt loszuschicken, ist die eine Sache. Aber dann noch so gut zu treffen, das ist ja die eigentliche Kunst. Der marschiert und marschiert und schlägt mit wilden Händen. Guter Aufwärtshaken nochmal, bringt den durch. Irgendwie muss er doch runterzukriegen sein. Der schlägt und schlägt und schlägt und schlägt und schlägt. Heieiei. Und das ist ein enges Ding. Also den Kampf kannst du auch unentschieden werden. Wir haben ein Unentschieden. Kommen wir jetzt zum letzten Kampf des heutigen Abends. Und zwar ist das einmal Jonas Ems versus Crispy Rob. Okay. Box! Und mal schauen, was da passieren kann. Also, ja, einer ist etwas größer, der andere müsste demzufolge Reichweitenvorteile haben, wenn er sie denn nutzen kann. Mit der Führhand vielleicht ein bisschen was zu versuchen, den Gegner auf Distanz zu halten. Keine ganz leichte Aufgabe. Crispy Rob bestimmt die Mitte und macht direkt Druck. Und das ist natürlich schwierig, wenn man das auch noch nicht so gewohnt ist da jetzt. Man denkt, irgendwann könnte man mal wieder durchatmen, aber man kommt halt nicht dazu, man muss nur zurückgehen. Aber wenn man diesen ersten Sturm irgendwie übersteht, dann hat man natürlich ganz gute Möglichkeiten. Ich frage nach bei The Franklin eben gerade, war es ja ähnlich. Oh, die rechten Haken treffen aber. Mal weggehen, gute Idee. Wir haben noch ein paar Sekunden noch. Versuchen irgendwie die Treffer zu verhindern, nicht mehr voll getroffen zu werden. Da war noch mal ein Ding drin. Schenken sich beide nichts. Und Ingo Barabas schaut natürlich drauf, dass die beiden sich dann nicht einfach mit den Köpfen aneinander hauen. Jetzt macht Jonas aber Druck. Da muss er natürlich aufpassen, dass er nicht trotzdem wieder getroffen wird. Dass er da nicht zu überstürzt reinrennt. Sollte der Kampf über die Runden gehen, dann wäre das dann auch noch drei harte Runden, weil die haben echt mit einem hohen Tempo angefangen. Wir haben ja davor gesehen. Das zieht an der Kondi. Wie werde ich am wenigsten getroffen? Oh, auch wieder hartes Ding. Gut weggesteckt. Und dann kommt sofort die Attacke. Wow, wow, wow. Das hat wehgetan. Er darf sich nicht wegdrehen, natürlich. Auf jeden Fall sehr intensiv. Also beide werfen alles rein und wollen es wirklich wissen. Boah, der sah gut aus.
Ja, die rechte hat ordentlich Dampf, aber wird abgefangen und dann geht Crispy Rob sofort hinterher. Ja, genau, bisschen Führungshand dabei, das wäre ganz gut. Referee und dann aufwärts gut im Ziel. Und dann geht er wieder schnell genug weg. Ja, sind jetzt beide am Limit. Die sind schon drüber. Das ist jetzt Überleben. Limit war letzte Runde. Ja. Oh, guter Körpertreffer. Gerade von Jonas. Jetzt entscheidet, wer mehr Biss hat, ne? Guter Treffer. Wow, Crispy Rob. Einmal kurz in den Seilen. 30 Sekunden noch. Im Rückwärtsgang für Jonas Ems natürlich schwer, da nochmal Kraft zu entwickeln. Das kennt man. Das ist nicht ganz einfach, da wirklich die Power an den Gegner zu bringen. Aber beide wären so froh, wenn die dritte jetzt die letzte Runde wäre. Aber wir haben noch ein paar. Im Fußball kann man sich auswechseln lassen. Im Boxen musst du da jetzt durchmarschieren. Und beide haben die Schwierigkeiten. Und beide wissen, dass es jetzt nicht anders geht. Gut. Harter Körpertreffer. Das klingt, glaube ich, zu langweilig. Ja. Entweder ganz oder gar nicht. Was da? Das gleich jetzt geschafft. Oh, jawohl, nochmal ein Treffer mit dem Gong. Wieder Schluss nochmal von Crispy Rob. Bam. Das sind gefährliche Hände, wenn du denkst, ich habe die Maid-Bewegung noch lang genug gemacht und dann reicht es doch nicht. Ich muss Crispy Rob Schluss machen. Au. Oh. Kriegt aber auch noch mal eine Rechte, aber marschiert gut rein, wieder gut zum Körper. Wow, und die Rechte. Jonas Ems nochmal mit guten Treffern. Ja, sind die wahnsinnig geworden. Volle Treffer. Das sah aus, als ob er kurz davor ist, hier den Kampf nicht weitermachen zu können. Und jetzt holt er dann nochmal solche Schläge raus. Sind die verrückt geworden? Was für ein Kampf, was für eine Leistung. Eine Minute noch. Meine Güte. Und das ist ja das, was du auch sehen willst. Der eine ist kurz davor, nicht mehr weitermachen zu können, aber er findet dann doch noch eine Möglichkeit, irgendwie was reinzuwerfen. Wow. Bravo. Wahnsinn. Mega. Richtig starke Leistung. Boxerisch nicht die feinste Klinge, natürlich nicht, aber kämpferisch haben die alles reingelegt. Die haben alles probiert. Zeigt das jetzt nochmal mit einem riesen Applaus. Wirklich. Jonas Ems versus Crispy Rob. Jungs, das ist euer Applaus. Ich ziehe meinen Hut. Das war Boxen. Alter, habt ihr euch echt nichts geschenkt. Wirklich gar nichts. Okay, wir kommen zum Gewinner. Maxi, stell mich zu dir. Moment. Die Kampfrichter haben einstimmig entschieden. Der Kampf Crispy Rob versus Jonas Ems wurde einstimmig gewonnen von Crispy Rob! Selten so ein krasses Hin und Her gesehen. Die Köpfe sind schon nach hinten gekracht, geschleudert. Man denkt, das ist es jetzt. Dann haut der andere wieder einen rein. Dann geht es wieder in die andere Richtung. Man kann nicht mehr von einem Boxkampf erwarten. Unglaublich. Ich bin mega, mega happy. Einfach nur ein unglaublich geiler Kampf. Was geht in dir vor? Ja, erstmal mega Props an Crispy Rob. Ich habe ja seine Doku gesehen, die Vorbereitung. Sehr, sehr krass, absolut verdient. Hat mich extrem gefreut. Ein Jahr harte Arbeit zusammen mit deinem Trainer. Wie ist dieser Druck, wenn man denn hier reinmarschiert kommt und man weiß, man hat wirklich so viel gegeben? Hattest du das Gefühl, du konntest alles umsetzen? Nee. Im Kampf ist alles anders. Viel konnte ich mitnehmen, aber das ist eine ganz andere Situation. Und Riesenrespekt an Jonas. Er war der krasseste Gegner, den ich mir vorstellen konnte. Ich hätte ihm den Sieg auf jeden Fall gegönnt. Aber das Training hat sich doch ausgezahlt und darauf bin ich richtig stolz. Wir haben ja noch die Abstimmung gehabt und da ging es darum, wer ist der krasseste Kämpfer oder die krasseste Kämpferin. Gewonnen hat Jan Schlappe! Hol dir den Kranz von Trimax ab. Großen Respekt, auch echt eine richtig gute Show abgezogen hier. Jan Schlappen!
Ich bin absolut happy, wie das Ganze gelaufen ist. Boxerisch die Fights, unglaublich geil. Ich war heute nur als Zuschauer dabei. Ich habe so mitgefiebert. Absoluter Wahnsinn. Vielen Dank an die Moderation, vielen Dank an die Kommentatoren, vielen Dank an Breitenberg Field Reporter, vielen Dank an Media Total und Join, die das Ganze möglich gemacht haben. Einen großen Dank natürlich auch all den Boxern und Kämpfern, die sich das Ganze hier getraut haben und so mutig waren, im Ring zu kämpfen. Und auch ein großes Dank an alle Zuschauer da draußen und hier in der Arena. Es war ein unglaublich geiler Abend. Ich freue mich auf die nächste Fight Night. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.